Und damit herzlich willkommen bei den Farming, das ist doch gerade eben vorbei, bei den Farming Nerds. Es ist Mittwoch, wenn ich mich nicht verzählt habe, jawollo. Und wir sind, wie ihr sehen könnt, immer noch mitten dabei. Heidi versucht gerade irgendwas abzuladen, ich versuche gerade irgendwas wegzubringen. Und was macht der Flo? Der sagt erstmal wie wir alle, hallo. Guten Tag. Ja, ich sollte, hallo. Ich bin ein Poet übrigens. Habt ihr das gemerkt? Ich bin ein Poet. Ja. Das hat sich aber sowas von gereimt. Ich bin quasi der Buster Rhymes, der Farming Nerds. Du bist echt der beste Obi. Poet, den ich kenne. Ja, ich bin ein Poet. Frau Heidi, was ist denn los? Bringst du dann die leeren Anhänger bitte zum Feld 33? Sehr gerne, Milady. Das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank. Warte mal, ich will mal bei der IFO besuchen. IFO. Guck mal, da unten reinkippen, das müsste ja gehen. Ja, und liebe Farming-Nerds-Zuschauer, ihr habt es natürlich mitbekommen, wir sind mittendrin jetzt zum Bergfest am Mittwoch in unseren Arbeiten. Ich bin ein bisschen stolz, weil ein paar schöne Linien sind schon drauf aus dem Grasfeld von Bonkers, der euch übrigens aufgrund von Abwesenheit in der Flugschule schön grüßen lässt, der muss wieder lernen. Sieht schon schick aus, ja, also bei mir läuft's gut. Wir haben mitbekommen, Heidi wechselt das Feld, wohin und warum? Ich wechsle auf die 33, weil die 16 nämlich jetzt leer ist. Und weil der hier nur um Geld, Geld, Geld geht, muss ich weiter arbeiten. 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 Ja. Geld verdienen. Und die große Frage, ob er schon viereckige Augen hat, vom immer aufs gleiche Feld starren, die richten wir mal an Flo. Denn der sät immer noch auf Feld Nummer was? Was? Ich... Kurz haben wir ein bisschen weggenickt. Ja. Ja, das läuft. Eigentlich geht es sogar schneller als gedacht. Ich habe jetzt. Warte mal, wir können auch auf die Karte gucken. Hälfte vielleicht. Sogar vielleicht 55%. Also ist okay. Ich schätze mal, einmal muss ich noch runterfahren, neues Saatgut holen und ja. Aber läuft. Bin mal gespannt. Bei diesen Saatgut-Sachen bin ich tatsächlich immer gespannt darauf, wie viel Saatgut wir einsetzen mussten, also wie teuer das war und was dann am Ende übrig bleibt, weil man muss ja das Saatgut immer mitbringen, ne? Das stimmt allerdings. Da bleibt dann von den 6.000 nicht mehr so viel übrig. Ja, trotz allem, ich bin guter Dinge, dass wir da ein bisschen Geld vom Feld mitnehmen. Ja, krass, wenn es so Aufträge gibt, wo du gar nicht mit Plus rausgehst. Und das aber gewollt ist, so dass du mal selbst ein bisschen nachrechnest. Okay, ich sehe schon, findet niemand anders geil. Doch, finde ich auch interessant. Doch. Was mich immer nur wundert ist, ich habe jetzt die zwei Hänger hier abgeschmissen, ne? Und es ist überhaupt nichts verkauft worden, aber das war der Rest von dem Auftrag. Oh nee, Tobi. Alles da rein. Echt jetzt? Hast du das versaut oder was? Na, ich frage mich halt, welcher waren das? In welchem Feld hast du abgekommen? Die 16, 99%. Ja, fehlt 1%. Scheiße, aber woher? Ich habe ja alles weggemacht. Feld Nummer 16. Da ist ja nichts mehr drauf. Da habt ihr wohl nicht gründlich gemäht. Steht da noch was? Da ist nichts mehr drauf. Nichts mehr. Normalerweise ist doch immer in Hülle und Fülle. Eigentlich ist es immer mehr drauf, ne? Ja, aber das ist ja wieder die Frage. Wir hatten ja schon mal das Problem, dass wir, dass der komisch gerechnet hat. Ja. Ihr erinnert uns, als Flo und Bonkers an dem ersten Grasfeld dran waren, hat er ja auch erst gesagt, der Auftrag wäre unvollständig. Dann haben wir einen anderen Auftrag abgeschlossen und dann war er auf einmal vollständig. Ja, dann müssen wir vielleicht. Ich sehe gerade, wir haben zwei aktive Ernteaufträge hier gerade laufen. Nämlich die 16 und die 33. Genau. Na, ich habe die 33 jetzt angenommen. Jetzt kann es ja sein, 30, habe ich gehört. Jetzt kann es ja sein,
dass er irgendwie sich verrechnet hat. Das heißt, wenn du jetzt den nächsten Scheiß da reinschmeißt, von Feld Nummer 33, dass er dann klarkommt. Ja, darf ich aber sagen, weil die, dass die IFO, Abladestelle ist ja auch Depositi, ne? Ne, IFO ist eine ganz andere Abladestelle. Das IFO Sojabohnen. Keine Ahnung, also den 16er können wir auf jeden Fall erstmal nicht abschließen. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre auf der 8 noch Weizen zu ernten. Und dann hoffen, dass es sich ausgeht. Dahin. Weil die ist der Drescher jetzt leer? Ja. Okay. Soll ich denn schnell auf die 8? Du stellst mir die Hänge auf die 8 und ich mach die 8 oben? Keine Ahnung, ist die 8 bevor ich die 33 anfahre? Was? Ist, ja, mach mal. Lass uns mal erstmal die 8 leer räumen, nimm den Auftrag an. Und dann komme ich zur 8. Die 8 ist da. Die ist doch gleich oben. Dann drehe ich nämlich mit dem Drescher um. Oh. Upala, ich hatte schon einen kleinen Stau verursacht. Falls jemand die Autos sucht, die standen alle hinter mir. Ja, nee. ganz schön leer die Map hier. Ist überhaupt niemand unterwegs. Ja. Genau. Ach, blöd, jetzt bin ich hier raufgefahren, das ist auch dämlich. Ach, so, die 8 ist links neben mir. Was? Nee, rechts. So. Gut. Dann hüpfe ich wieder zurück auf mein Feld. Da. Und. Tobi hat jetzt schon eigenes Feld. Naja, hier auf das Grasfeld von Bunkers. So. Oh Gott. Was ist passiert? Wieder gepennt. Ja, die Maschine ist leer. Auf geht's! Du hast gut lachen, Heidi. Nee, ich hab jemanden gerammt. Eieiei. Geht's denn, oder? Ja. Nur ein kleines Löhrchen. Musst du den anderen fragen wahrscheinlich. Die Miete nicht so gut. Also hier der Traktor, der Starrer, der sieht von innen auch aus wie ein Spielzeugtraktor. Das ist dieser orangefarbene, ne? Ja. Ja, ja. Was ich ja richtig cool finde, ist das, was du neulich in die Gruppe gepostet hast, dass es quasi zu diesem Typen, der hier in der Nähe von Berlin seinen Hof hat und bei Twitch die ganze Zeit streamt, dieses Twitch Farming, dass es dazu sogar einen eigenen Hof für ein LS gibt. Ja, das fand ich auch geil. Das fand ich sehr witzig. Das wir uns eigentlich auch mal angucken. Eigentlich schon, ja. Das wird dann unsere nächste Staffel. Ja, dann sind wir aber
Dann brauchen wir wieder Großgerät für die Brandenburger Felder. Naja, man könnte ja im Grunde genommen das Spiel, dem Spiel ein kleines Eigenkapital geben, also tatsächlich wirklich ein kleines Eigenkapital. Und dem gegenüber, was weiß ich, 2,5 Millionen Euro als Kredit. Dann kauft man sich den Grundstock an großen Fahrzeugen, die man wirklich braucht. Und zahlt mit dem Rest den Kredit schon wieder zurück. Oder den, und, also das Geld, was man nicht braucht, zahlt man einfach tatsächlich gleich zurück. Und dann, ja, dann heißt es, mit den Ländereien Geld zu verdienen. Wir ernten und Bonkers fliegt die Drohne. Ja, genau. Der hat richtig zu tun dann. Oh, so klein ist die Wiese hier aber auch nicht, wa? Oh, Heidi legt sich wieder mit Autofahren. Mit wem schimpfst du, Heidi? Hier in der Kurve kamen mir zwei Autos entgegen und haben mich voll in die Bett geschoben. Hm, wahrscheinlich in der Einbahnstraße, ne? Voll doof. Ohne sowas, was? Bist du gegen verkehrt rum in die Einbahnstraße gefahren, oder was? Nein. Nein, nein. Wirklich nicht. Ach so, dann ist ja gut. Das war das blöd, so glaube ich. Dieses Bonkers-Phänomen. Wir sitzen in der Folge und der schreit so, wie fahren die denn hier? Und dann denke ich mir, boah, der arme Kerl, der wird immer weggepölzt. Und dann guckst du dir das hinterher im Schnitt an und dann fährt der einfach mal einen Kilometer verkehrt rum durch die Einbahnstraße und beschwert sich, dass ihm einer entgegenkommt. Also, No offense. Ja, sind trotzdem die anderen schuld eigentlich. Selbstverständlich. Ja. Immer die anderen schuld. Das ist die korrekte Einstellung. Oh, die Gerste ist leer. Die Gerste ist leer. Die Gerste ist leer. Also ich musste jetzt dann 2 Big Bags kaufen, a 900 Euro. Ui. Das ist aber schon. Wir brauchen aber von dem zweiten maximal die Hälfte. Sag ich mal. Bin da. Yes, bin ich da, Werner. Jetzt hole ich noch Schneidwerk. Schneidwerk. Ja, wir müssen mal gucken, Tobi, dass wir hier noch irgendwie dem Händler, dass er uns Kärcher verkaufen kann. Ja. Das ermöglichen. Weil ich habe auch keinen Bock mehr mit dem Hürlimann zu fahren, wenn er so dreckig ist. Ja, man sieht schlicht irgendwann nichts mehr, ne? Ja, wie sieht denn das aus? Also das muss schon glänzen. Einmal in der Woche sollte man den schon sauber machen. Ja, täglich. Ja, ich habe beim Segelfliegen immer nice. Wir haben da die Flieger, die wurden nicht dreckig in die Halle gestellt. Die wurden immer nach getanem Flugtag ordentlich von Mücken befreit und Flächen geputzt. Ja, ja, kenne ich aus der Flugschule. Was? Ich fasse doch keinen Lappen an. Ach so. Mhm. Ja gut, bei Motorfliegerei, da scheiße ja eh auf eure Aerodynamik. Da ist das ja, da brennt er lieber mehr Sprit, ne? Aber bei eurer Motorfliegerei hat mir gefallen. Nee, also weiß ich nicht. Ich finde, das gehört dazu, dass man das lernt, das Flugzeug zu reinigen, eben weil dann es schön aussieht. Man repräsentiert sich ja auch selber mit dem Flugzeug, in dem man lernt. Und B, tatsächlich geht es ja auch um solche Sachen. Ich meine, das ist zwar minimal, aber trotz alledem geht es da oben um Luftwiderstand und Spritverbrauch und hast du nicht gesehen. Ja. Wenn man nicht bereit ist, das zu lernen, indem man einfach auch mal demütig einen Lappen in der Hand nimmt und die Tragflächen sauber macht. Also ich finde schon einmal im Sommer, wenn viele Insekten da sind,
Da kann man das schon einmal am Tag oder mindestens die Woche beim Motorflieger sauber machen. Ja. Beim Segelflieger ist halt ist ein bisschen kritischer noch, ne? Weil das eine laminare Strömung ist. Die haben Laminarprofile. Und da macht halt echt jede Mücke, verhindert halt, dass die Strömung laminar bleibt und dann wird halt der Widerstand viel höher. Und wenn dann da so Kugelbomben wie ich drin sitzen, dann ist das ja schon wichtig, dass die Strömungen bestehen bleiben. Nee. Obwohl, ja, darf ich angeben? Ich habe abgenommen, wie blöd. Oha. Ja. Dank der Cockboxen oder was? Unter anderem auch, aber halt auch, weil ich sonst am Rest des Tages mich halt anders ernähre. Vielleicht in gewissen Teilen zu wenig. Hast du schon Mangelerscheinungen oder was? Nö, ich fühle mich wohl. Ich habe zwar gestern einen riesen Bock auf was Süßes gehabt und das dann auch befriedigt, aber das war halt auch in Ordnung. Und vor allem nicht wie sonst die ganze Tüte Katjes in Ranzen geknallt, sondern 4, 5, 6, 7 oder meine Lieblingszahl 8 Stück und dann war es das. Okay, ja. Nice. Ich habe auch gemerkt, wenn man so die Tüte nicht gleich wegknallt, sondern sich übrig lässt, dann freue ich mich manchmal, dass ich einfach noch was zu Hause habe, wenn ich Bock drauf habe. Sonst war immer die Tüte leer und dann kaufe ich halt immer keine, weil ich dann sage, ja, ist da so viel? Hast dann auch nichts zu Hause, wenn du mal Bock hast, aber wenn du was übrig lässt, und dann ist so, du hast es halt vergessen, dann so, ah, oh, surprise, ich habe ja doch noch was und dann ist es mega cool. Ja. Ja, und tatsächlich machen diese Kochboxen halt dann doch, das ist ja das Witzige an der Sache, dir eine gewisse Regelmäßigkeit in den Tag. Ne, weil du sagst ja jetzt auch nicht, okay, komm, pass auf, ich kaufe mir eine Pizza oder einen doppelten Döner oder was weiß ich was alles. Wenn du was zu essen im Kühlschrank hast, was halt auch verderblich ist. Weil was ich wirklich geil finde, ist tatsächlich das ganze Fleisch und Gedöns, was da drin ist, ist alles Bio, das Tierwohl. Und das willst du ja nicht wegschmeißen irgendwie, dann kommst du dir ja ganz blöde vor. Und das ist schon geil. Und wenn ich mir überlege, wir haben neulich diese, die hast du bestimmt auch schon mal gehabt, diese asiatischen Hähnchenspieße in Teriyaki-Honigsoße. Ey, leck Arsch, war das geil, ey. Ist, Ah, übrigens Soja-Honigsoße. Die, ja, echt, die Spielverderberin aus dem Office wieder da. Danke, Heidi. Ja, und weil sie das so schön gemacht hat, so schön moderiert hat, darf sie jetzt auch abmoderieren. Das war die Mittwochsfolge bei den Farming Nerds. Und was sagen wir sonst noch so? Ja, auch das sagen wir manchmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonniert uns, drückt die Glocke. Ja. Und wenn ihr Lust habt, lässt dann einen Kommentar da. Genau. Klar, tschüssi, würde ich sagen, wa? Tschüssi, alle zusammen. Zeig auch mal. Tschö.